Camtasia 2023 ist vor zwei Wochen, glaube ich, erschienen. Und ich habe mir hier mal oder habe mal von einem TechSmith-Mitarbeiter hier die 10 Neuerungen mir rausgesucht, die das Camtasia beinhaltet, die neue Version. Wobei ich gleich sagen möchte, dass einige Sachen dabei schon in der Version 2023 im Laufe der Unterversionen dazugekommen sind. Das heißt also, sowas wie die Führungslinien und sowas, das gab es schon vorher. Wenn wir sehen, wenn wir auf die einzelnen Teile eingehen, werden wir sehen, was es schon vorher gab und was nicht. Ist ja im Prinzip auch erstmal egal. Das Wichtige ist, dass wir diese Sachen hier vorstellen werden und dann nochmal zwei, drei Kleinigkeiten dazu. Fangen wir an mit der verbesserten Cursor-Bearbeitung, wobei ich vorher noch eine Kleinigkeit erklären möchte, bevor wir nämlich anfangen. Und zwar habe ich schon mal Camtasia gestartet. Gehen wir hier aus der Bildschirmpräsentation raus. Und was sich geändert hat, ist das Startfenster oder Willkommensbildschirm oder wie immer man das nennt. Und zwar haben sich, auch das war im Laufe der Version von 2022, hat sich das schon so ein bisschen entwickelt. Ich mache mal meine Kamera hier klein, so. Und hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und wir haben also jetzt hier zum Start die Möglichkeit, ein neues Projekt oder Vorlage oder eben ein Projekt öffnen. Und das ist hier noch relativ neu, eine neue Aufnahme. Das heißt, ich kann direkt hier vom Startfenster aus den Recorder starten von Camtasia, aber auch die Snagit-Bildschirmaufnahme oder Audiate. Audiate ist ein Audiobearbeitungs- und Transkribierprogramm, womit man also Speech-to-Text machen kann. Und da gehen wir aber heute nicht näher drauf ein. Dann habe ich hier unten die zuletzt geöffneten Projekte. Ich habe das Programm gerade zurückgesetzt, deshalb ist hier nichts drin. Und wir haben Vorlagen. Zu den Vorlagen gehen wir später auch noch mal, da gehe ich später auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Dann gibt es hier dieses Tab Lernen. Das ist also einmal beinhaltet das hier so ein paar Kurzanleitungen, kann man dann hier durchscrollen. Dann gibt es alle Tutorials und da landet man dann entsprechend auf der Webseite von TechSmith und kann sich die Tutorials entsprechend angucken. Auch Webinare, die Camtasia, die TechSmith anbietet, werden hier angegeben. So. Dann gibt es eine Support-Möglichkeit. Das heißt, man hat hier direkt den Zugriff auf den Support, wenn man was machen möchte. Und es gibt die neuen Funktionen erklärt. Aber wie Sie sehen, ist es not German, but English. Also, wer kein Englisch kann, braucht diese Seite im Prinzip nicht aufrufen, weil hier sind die ganzen neuen Funktionen in Englisch erklärt. Ja, und wenn man dann anfängt, einfach zum Beispiel mit einem neuen Projekt hier, dann startet Camtasia ganz normal, so wie man das vorher ja auch kannte. Und dann würde ich doch einfach übergeben an Ralf, der dann etwas zum Thema Cursor erklärt. Genau, ich teile Darfst mal du mein, präsentieren, Ralf? ich mache mal meinen Bildschirm teilen. Genau. So. Ja, nachdem 2022 ja schon der hervorragende Cursorpfad-Editor neu hinzugekommen ist, zu finden in verschiedenen Effekten, einmal in den visuellen Effekten und einmal in den Cursor-Effekten, kann man nun den Cursor selber noch mal mit ein paar schönen neuen Features highlighten. Und dazu kann man zum einen hier dem Cursor eine Farbe geben und die lässt sich nun auch bearbeiten. Also ich kann zum einen erstmal die Füllfarbe ändern und habe darüber hinaus noch die Möglichkeit, die Umrandung ebenfalls noch in der Farbe zu ändern. Dazu kommt noch, dass ich natürlich die Intensität der Farbe, der Füllfarbe bestimmen kann und darüber hinaus noch das Einblenden der Füllfarbe und das Ausblenden der Füllfarbe. Das ist eine tolle Sache und das kann ich natürlich auch abspeichern, wenn ich das möchte und kann das direkt hier, wenn ich jetzt Cursor blau den Lände
dann kann ich den sofort auch in meinen Cursor-Effekten jetzt noch als neuen Cursor hinzufügen. Was ich noch Tolles machen kann, ist, dass ich dem Cursor einen Schatten geben kann. Und auch dieser Schatten lässt sich natürlich bearbeiten. Auch hier kann ich eine Farbe wählen. Auch hier kann ich sozusagen, aus welcher Richtung der Schatten kommen soll. Ich kann den Versatz bestimmen. Und auch hier natürlich die Deckkraft und auch hier natürlich, also die Unschärfe kann ich noch bearbeiten. Genau, das ist auch ein ganz schöner Effekt dazu. Und darüber hinaus lässt sich natürlich auch dieser Schatten jetzt ein- und ausblenden. Das wäre ein bisschen komisch, wenn das nicht gehen würde, sozusagen. Und dann habe ich, wenn ich das dann laufen lasse, dazu dann jetzt einen neuen Cursor meiner Wahl. Wenn ich jetzt noch dazu den Cursor etwas größer mache, dann kann ich meiner Präsentation jetzt nicht so wie früher, dass man so einen kleinen Cursor da hatte, sondern jetzt kann ich den wirklich etwas hervorheben, mit dem Schatten versehen und ganz individuell gestalten. Ja, das wäre der neue, die neuen Features zu den Cursor-Effekten. Vielleicht nur noch ein kleiner Hinweis, Ralf, unten in der Timeline, wenn du da mal ein bisschen reinzoomst, ja, na klar, das dann sieht man das besser. Ja, habe ich natürlich ganz vergessen jetzt hier. Das ist hier schon in der Timeline, kann man jetzt auch übrigens in den Optionen unter Bearbeiten, ne? Kann ich jetzt natürlich den Timeline-Cursor-Indikatoren anzeigen. Das funktioniert allerdings nur, nachdem das Programm neu gestartet wurde. Aber ich kann jetzt auch direkt sehen, wann und wo ich welchen Cursor benutzt habe und den auch dementsprechend, wenn ich das möchte, jetzt auch ändern. Ja, kann ich auch ein anderes Cursor-Symbol auswählen. Das ist eine tolle Geschichte, weil ich kann jetzt schon ein bisschen genauer sehen, was in meiner Bildschirmaufnahme alles vorkommt und wo, an welcher Stelle welcher Cursor ist. Genau, das hatte ich noch vergessen gerade. Ja, aber das wäre es, glaube ich, soweit mit den genau. Cursor-Effekten. Genau. Und super. Dann würde ich jetzt wieder an dich übergeben. Jawohl. Genau. Alles klar. Mein Camtasia ist hier geöffnet. Nächster Punkt in der Agenda: Eckpunkte verschieben. Okay, was das? Naja, wenn wir uns mal eine andere Datei runterladen, zum Beispiel von der Webseite von TechSmith, wo wir hier Footage-Material haben und wir suchen hier irgendwas mit Computer, dann konnte man ja vorher, wenn ich hier sowas hat, na, das ist ein schlechtes Beispiel. Moment, ich muss sowieso auch zu den Bildern gehen, weil leider gibt es noch kein Tracking. So, und wenn wir sowas hier hatten, also das hier, ich schicke das mal direkt zu Camtasia, das ist auch so schön pink, wunderbar. Und ich habe das dann, das landet dann wo? Eigentlich müsste es hier in der Bibliothek sein, wahrscheinlich in den Downloads, genau, so. Und wenn ich das Bild hier habe, gut, das wollen wir ein bisschen vergrößern, und ich möchte jetzt, dass hier ein Video drin läuft, dann nehme ich mal aus einer anderen Bibliothek, die ich schon mal runtergeladen habe, ein Video, passt das hier an, so von der Größe so ein bisschen, muss dann noch vielleicht ein bisschen hier das zuschneiden und dann passt das schon so halbwegs. Ja? Wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe, passt es auch genau. So, und wenn ich das dann abspiele, wunderbar, dann habe ich da ein Video zu laufen. So weit, so gut. Wenn ich jetzt aber etwas habe, was keinen, also nicht direkt frontal hier sichtbar ist, sondern ich habe hier zum Beispiel so etwas, so ein Bild. Schicke das auch mal zu Camtasia.
und in meiner Downloads-Bibliothek und nehme das mal, dann kann ich das Video hier hinten, man muss das auch vergrößern, wenn man die direkt runterlädt, dann nehmen die Bilder nicht die höchste Auflösung, das soll uns aber jetzt egal sein. Wenn ich das jetzt hier reingeladen habe, dann kriege ich das Bild ja hier nicht rein oder nur sehr schwierig hier mit X und Y und Z und Kippen und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehr lästig. Und deshalb, ich mache das mal rückgängig, so, deshalb gibt es jetzt eine neue Möglichkeit. Und diese Möglichkeit heißt Eckpunkte verschieben. So. Und das ist hier in den visuellen Eigenschaften. Ich finde es auch noch irgendwie. Nein, ich finde es nicht. Ralf, hilf mir mal. Also musst du jetzt nicht erstmal das Fenster anklicken über der Leinwand? Da oben auf dieses Eckenziehen gehen? Ja, Entschuldigung, natürlich, alles klar. Ja, ja. Also hier ist das ein neues Symbol dazugekommen. Das heißt Eckpunkte verschieben. Und jetzt kann ich dieses Bild verzerren. So, ich kann also das hier jetzt an den Ecken anfassen und dann wird das in diesen Computerbildschirm eingebaut und dann habe ich das hier drin, das Video, und das läuft. Wie gesagt, mit Bewegung, also wenn sich das Hintergrundbild quasi noch bewegt, geht das nicht, dann bräuchte man sogar das Tracking, das geht nicht. Aber man hat hier schon mal eine schöne Möglichkeit, seine Videos nochmal zusätzlich in Sachen einzubauen und nicht nur diese Frames sozusagen zu verwenden. Gut, das war im Prinzip der Punkt. Dann kommt der nächste Punkt. Der nächste Punkt sind die sogenannten Filter. Ralf, kannst du wieder übernehmen? Okay. Genau, wieder in den visuellen Effekten, ein schöner neuer Effekt, die Filter. Allerdings, die Camtasia Filter, diese LUTs, die sogenannten Farb-Lookup-Table, gibt es schon ein bisschen länger, ne? Die gibt es schon seit 21. Ich weiß gar nicht, wenn man die benutzen will, kann man sehr, sehr schöne Sachen damit machen, ne? Man kann irgendwie die zur Farbkorrektur benutzen oder natürlich auch zur individuellen Anpassung von Stil oder Stimmung. Man kann, ich gehe da mal rein hier in den visuellen Effekten und die sind jetzt, also die Farb-Lookup-Table, die waren schon immer hier in den visuellen Effekten vorhanden. Jetzt sind hier oben neben den visuellen Effekten, sieht man jetzt hier diese Filter und hier hat man jetzt schon diverse Filter vorgefertigt sozusagen. Ich kann mir da irgendwann einen greifen und kann den einfach mal auf die Leinwand ziehen und man sieht schon, was da jetzt passiert. Wenn ich jetzt in den Eigenschaften nochmal auf diesen Effekt hier gehe und hier so rüberfahre mit der Maus, kann ich praktisch alle Filter mal so ausprobieren und sehen, was passiert. Ob man jetzt hier so einen Retro-Look aus den 60er Jahren hinkriegt oder ob man einfach nur seine Farben oder die Kontraste ein bisschen verstärken will, das lässt sich auch dann noch individuell bearbeiten. Zum einen in der Intensität, also was ich an diesen Filter halt zumischen möchte. Und dann kann ich in den einzelnen Farbtönen, also in den grauen, in den roten oder in den grünen, direkt darauf eingreifen. Ich kann aber auch hier über diese Funktion hier direkt die einzelnen Farbtöne anpassen, was natürlich auch eine sehr schöne Funktion ist. Und so kann ich einen Look über meine Bildschirmaufnahmen ziehen und damit so die Farbeffekte erzeugen oder den Eindruck damit erzeugen, den ich da auch beabsichtige. Eine sehr schöne neue Sache. Man kann übrigens auch hier weitere LUT-Dateien herunterladen. Wenn ich hier also mal ganz runtergehe und sage jetzt LUT-Dateien importieren. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch mir mal welche runtergeladen und da kann ich mir irgendwas rausgreifen. Und wenn ich also besondere Sachen suche, die ich hier also noch nicht in den Filtern habe, dann kann ich die direkt hinzufügen. Die findet man aber nicht in den visuellen Effekten. Die werden mir halt nur in den Eigenschaften angezeigt, die Filter, die ich jetzt als neue mit hier zulade.
Genau. Ja. Auch hiermit lässt sich ein eigenes Profil erstellen. Also wenn man einen Filter gefunden hat, den man immer wieder gerne anwenden möchte, kann man auch hierüber über das Pluszeichen in den Eigenschaften ein eigenes Profil erstellen. Und das wird dann allerdings auch tatsächlich hier in den Filtern abgespeichert. Ja, als nächstes eine Neuerung in visuellen Effekten noch einmal sind die, muss ich mal eben kurz tauschen hier, der Vignetteneffekt. Ralf, darf ich ganz kurz was zwischenfragen? Ja, klar. Sind die Filter auch für Videos anwendbar oder nur für Bilder? Für was auch immer, worauf auch immer Sie die ziehen, auch Bilder, Videos, das ist für beides anwendbar. Wunderbar, danke. Ja. Genau, dann noch den Vignetteneffekt. Das ist auch eine schöne Sache. Ich mag den sehr. Man kann mit diesem Vignetteneffekt doch so ein bisschen das Bild fokussieren oder was auch immer man im Bild zeigen will. Ich kann auch hier in den Eigenschaften ganz individuell darauf Einfluss nehmen, wie meine Vignette aussehen soll, was ich immer ganz schön finde, wenn es geradezu unscheinbar ist. Also wenn man das wirklich so anwendet, dass man diesen Effekt kaum sieht und trotzdem hinterlässt es was, ne? Also wenn ich hier auch sowas wie das hier mal so einen Effekt anwende und den nicht ganz so stark mache, sondern mit diesem Effekt so ein bisschen weiter in den Randbereich gehe, sodass man den wirklich kaum noch sieht. Hinterlässt es aber trotzdem, ne, die Person im Mittelpunkt dann nochmal, hebt es nochmal besonders hervor. Auch ein sehr schöner Effekt zum Verbessern der Videos oder Fotos, die man in seinen Projekten benutzen möchte. Genau, das wäre es soweit hier. Und den nächsten visuellen Effekt würde ich jetzt wieder an Axel weitergeben mit dem Bewegungspfad. Jawohl, genau. So, das heißt, nächster Punkt, Ralf hat es schon gesagt, Bewegungspfad. Bewegungspfad kennen vielleicht einige aus PowerPoint, da gibt es sowas auch, das nennt sich Animationspfad. Und bis jetzt konnte man ja Elemente im Camtasia, wenn man die animiert hat, im Prinzip immer nur gerade animieren. Das heißt also, wenn ich etwas, ich mache mal hier einen freien Bereich, so, und wenn ich irgendein Element hatte, welches auch immer, hier so, ein schöner Stern, und ich wollte den animieren, dann bin ich einfach hier zum Beispiel auf die benutzerdefinierte Animation gegangen und habe die Endposition festgelegt und dann war die Animation halt von A nach B. Das war schon ganz nett, aber mittlerweile, ich lösche das mal wieder, gibt es eben in der Animation auch hier unten den Punkt Bewegungspfad. Und wenn ich den draufziehe auf ein Element, dann sieht man schon, dann bewegt er sich eben ja wie eine Kurve. Hier unten in der Timeline sieht das jetzt nicht mehr aus wie so ein Animationspfeil, sondern ein bisschen anders. Und es sieht im Prinzip genauso aus wie die Cursor-Pfadbearbeitung, die ja in 2022 schon drin war. Und ich kann hier den Startpunkt und den Endpunkt anwählen, kann auch zwischendurch mit einem Rechtsklick noch Bewegungspunkte hinzufügen und kann die dann entsprechend bearbeiten. Und nicht nur was die Position angeht, sondern ich kann die Punkte auch rechts in den Eigenschaften bearbeiten. Das heißt, soll das ein symmetrischer Punkt sein oder wie auch immer. Und ups, wenn ich das hier dann entsprechend auswähle, so ich sag mal, mach mal hier diesen, dann kann ich das auch wieder auf gerade schalten oder wie gesagt mit einer krummen Bewegung entsprechend. So, und dann habe ich hier meine Animation eben eingestellt. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich hatte da sogar ein kleines Beispiel, aber im Prinzip brauchen wir das gar nicht so sehr zu verinnerlichen, weil ich hatte hier im Prinzip sowas gemacht mit einem kleinen Zack hier Labyrinth und dann gibt es hier eine Brush, das heißt einen Pinsel. Und wenn der dann gezeichnet, den machen wir dann eben entsprechend viel kleiner.
Und wenn, dann kann ich eben hier zu diesem Element wieder diesen Bewegungspfad hinzufügen. Und dann macht er hier zwar sowas draus, aber ich kann dann eben einfach hier zum Beispiel einen Punkt hinzufügen und das dann entsprechend immer so einstellen, dass das dann auch so läuft, wie ich mir das vorstelle. Dazu müsste man dann entsprechend wissen, wo man im Labyrinth langläuft, aber das so vom Prinzip her. Und dann bewegt sich der Mauszeiger, jetzt war das Labyrinth zu kurz, so bewegt er sich eben entsprechend da lang. Da muss man bei den bei der Brush hier so ein bisschen aufpassen, dass die nicht aus dem Ding rausgeht. Und dann kann man das entsprechend so positionieren. Das heißt, man hat eine Kurvenverfolgung, die wirklich sehr schön ist. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt, nämlich Punkt 5. Und Punkt 5 ist die erweiterte Bibliothek. So, es gab ja schon in der Version 2022 eine komplett neue Bibliothek mit, ich glaube, über 1000 Assets, also über 1000 Teilen drin. Und als ich dann gelesen habe, oh, kommt neue und erweiterte Bibliothek, dachte ich erstmal, ja, vergleichst du mal die Ordner und fing mit Audio an. Und in Audio sind noch 3 Sounds drin. Eine 22er Bibliothek sind 14. Fand ich jetzt nicht so eine Erweiterung, aber TextMiss hat sich halt ja im Prinzip an die eigenen Sachen gehalten, die sie schon immer machen oder schon seit einer Weile machen. Die alten Bibliotheken werden nicht mehr mit importiert. Und wenn ich, ich kann aber auf weitere Elemente, Medienelemente herunterladen gehen und dann lande ich ja auf der Asset-Seite. Und dort kann ich zum Beispiel, ich gehe jetzt mal in Audio und mache das mal ein bisschen kleiner. Es gab in der 23er, nee, hier im Audio gibt es jetzt Clap and Sound, Driving und Hip-Hop. So, das merken wir uns mal kurz. In der 22er gibt es Clap and Sounds und so weiter. Darkwave gibt es zum Beispiel nicht in der neuen, in der neuen Bibliothek. Wenn ich dann aber hier bin und jetzt in Audio gehe und suche nach Dark zum Beispiel. Und Wave heißt das, glaube ich. So, dann bekomme ich normalerweise bei Images, Video, Audio, hier bekomme ich Dark Wave und weiß gar nicht, ob Sie das jetzt hören beim Teilen, aber so einen schönen 80er-Jahre-Sound. Das heißt also, die Stücke, die jetzt nicht mehr in der Bibliothek drin sind, und das gilt auch für die Assets, die sind in der Bibliothek drin. So, also man kann das nicht so eins zu eins vergleichen. In der alten Bibliothek war noch mehr Unterordner, hier sind eher ein bisschen weniger und das eingeteilt und so. Ja, das ist, wie gesagt, nicht so super einfach. Was es aber neu gibt, und das ist, hat Ralf vorhin schon mal erwähnt, so mit einem Auge, mit einem, das sind die bei den, wir sind ja in der alten Bibliothek, so jetzt wundere mich gerade, sind nämlich die dynamischen Hintergründe und die dynamischen Füllungen. Leider auch alles in Englisch, aber TextMiss hat sich halt entschieden, das nicht mehr zu übersetzen. Und diese Hintergründe sind jetzt ein neues Dateiformat, was intern verwendet wird. Man kann das selber damit keine Dateien erstellen. Ich hatte gefragt beim Support, nein, es geht nicht. Man kann die nur benutzen, so wie sie da sind. Und wenn man sich die anguckt jetzt und sich das mal hier anschaut, dann sieht sowas so aus, so ein Hintergrund. Aber im Gegensatz zu früher, als diese Hintergrundvideos da waren, ist das eben nur ein Element, was winzig, winzig klein ist von der Dateigröße. Also das Ding hat nur, hat hier nur ein paar Kilobyte an Größe und nicht wie, wie die Videos dann wirklich Megabyte oder teilweise wirklich riesig große Dateien. Und der große Vorteil ist, ich kann die alle anpassen. Das heißt, ich habe hier im Eigenschaftenbereich, wenn ich jetzt dieses Element auswähle, die beiden Farben, die ich hier wählen kann. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt hier mal so ein Grün und hier so ein Hellblau. Und dann sieht das Ding schon mal ganz anders aus.
Ja, ich kann auch die Anzahl erhöhen. Das heißt, ich kann hier diese zusätzlichen Elemente oder Einstellungsmöglichkeiten sind auch immer ja, abhängig von dem, was ich gerade habe. Und ich kann hier noch eine Zufallsbeschleunigung machen. Das heißt, dass dann mehr zufällig die Elemente entsprechend eingestellt werden. Und ich kann das Teil beliebig verlängern und verkürzen. Das heißt, früher waren die Hintergrundvideos, waren, weiß ich, 15 Sekunden und dann waren sie 15 Sekunden. Und wenn man Glück hatte, konnte man das da hinten nochmal ranmachen und das war dann loopfähig. Das heißt, man hat dann den Übergang nicht erkannt. Aber man musste das dann 5-mal, 10-mal, 17-mal in die Timeline packen. Und hier kann ich es einfach so langziehen, wie ich will, praktisch wie ein Foto. Und die Animation läuft dann entsprechend weiter. So, und das sieht man auch relativ gut, dass sie sich auch nicht wiederholt. Das ist jetzt keine Schleife, sondern das ist einfach in irgendeiner Form generiert. Und das geht bei all diesen Elementen, kann man das machen, egal was man jetzt hier hat. Also auch hier gibt es halt unterschiedliche Farben. Und wenn ich das dann eben so haben möchte, dann habe ich es halt so. Also egal, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann gibt es noch die dynamischen Füllungen. Ralf und ich haben überlegt, wo der Unterschied zwischen beiden ist. Und ich sag mal so, die dynamischen Füllungen sind eher Verläufe und die dynamischen Hintergründe sind eben ja auch mit grafischen Elementen und so. Allerdings sind hier auch Verläufe drin, also so ganz was auch immer. Und die funktionieren nach demselben Prinzip. Das heißt, wenn ich hier etwas nehme, Verlauf, auch die sind animiert. Eine Änderung ist, dass ich hier bei denen ein Schema auswählen kann. Zum Beispiel hier ein anderes Schema und dann sind die Farben halt direkt aus dem Schema genommen. Das geht hier, wie auch so ein rein blaues, das wird zumindest den einen Word-Trainer, den ich gesehen habe, freuen und so weiter. Also das kann man hier auch einstellen. Auch bei diesen ist die Verlängerung kein Problem. Auch da bleibt eine Animation drin. Das heißt, das ist nicht dann zu Ende und Standbild, sondern es bleibt dynamisch und bewegt sich. Und davon gibt es eben ja hier 33 und da oben weiß ich nicht wie viele, aber doch etliche, mit denen man ganz gut arbeiten kann. So, Ralf hat ja vorhin den Cursor gezeigt und ich hole mir mal kurz eine Aufnahme, die ich gemacht habe. Moment, aus dem anderen Ordner. So, das ist einfach eine Aufnahme, die ist auch, glaube ich, mit einer älteren Version gemacht worden, sogar. Ich hoffe, dass das. Nee, muss ich hier in die Medien natürlich rein. So, zack. Jawohl. Habe ich hier eine Aufnahme. Sehr schön. Und dann hatten wir ja gesehen, dass man den Cursor hier bearbeiten kann und so weiter, Größe und so weiter. Das hat Ralf schon gezeigt. Cursorpfad bearbeiten war schon in der vorigen Version. Was es jetzt neu gibt, sind hier weitere Cursor-Symbole. Bevor ich zeige, sage ich gleich. Ich weiß nicht, wer das braucht. Es sieht halt cool aus, ja, aber weiß ich nicht. Und es gibt hier eben handgemalte Cursor. Das heißt, die sehen dann so ein bisschen krunkelig aus hier. Wenn ich da irgendwas auswähle, zack, dann sieht der Pfeil, ja, also sieht man es gar nicht so richtig. Hier so zum Beispiel oder da sieht man es so ein bisschen gezeichnet. Und es gibt Neon-Cursor. Die sind natürlich super fetzig hier. Ich gehe mal auf 100%, dann sieht man es noch ein bisschen besser. So, und das ist, wie gesagt, da wird der Cursor mit ersetzt. Das heißt, das Ding läuft dann so, wie man will. Und ja, ich brauche es nicht, glaube ich, aber man kann damit die Sache noch vielleicht doch noch mal ein bisschen aufhübschen. Und damit übergebe ich schon wieder an Ralf zum Punkt 7 und nee, Punkt 6 ist es, Entschuldigung. Punkt 6 und Punkt 6 ist Hintergrund entfernen, beziehungsweise danach. Oh, jetzt habe ich schon was vorgegriffen, Ralf, ist mir peinlich, sehe ich gerade. Macht nichts. Also Hintergrund entfernen mit Ralf kommt jetzt.
Genau, denn also ich vermute mal, dass wahrscheinlich vom Silicon Valley bis nach Okemos das Thema KI in aller Munde ist. Und wir kriegen einen kleinen Vorgeschmack von einem fantastischen neuen Feature, wie ich finde, ebenfalls zu finden in den visuellen Effekten, und zwar Hintergrund entfernen. Wir kennen alle natürlich Farbe entfernen, wenn wir mit dem Greenscreen arbeiten. Dann können wir hinterher uns freistellen und andere Hintergründe hinter uns bauen, sozusagen. Dieser neue Effekt Hintergrund entfernen benötigt kein Greenscreen mehr, sondern ich nehme einfach diesen Effekt und ziehe den beispielsweise hier auf mein Bild und kriege gleich ein sensationelles Ergebnis. Also das wird wirklich großartig freigestellt. Es gibt natürlich immer diese kleinen, also das ist sehr weich gezeichnet an den Rändern. Ich finde das aber nicht so problematisch. Also ich finde es schon ein hervorragendes Ergebnis. Was ich im Gegensatz zum Farbe entfernen nicht machen kann, ich kann es nicht mehr bearbeiten jetzt. Also das ist tatsächlich dieser Effekt, der funktioniert so, wie er ist halt und ist nicht bearbeitbar. Aber es ist für meinen Geschmack wirklich ein großartiger Effekt. Ich mache das hier mal mit so ein paar Bildern, die ich mir einfach mal gegriffen habe, und ziehe diesen Effekt mal da raus. Und man sieht, dass man wirklich tolle Sachen damit machen kann. Und dass das ganze Arbeit leistet, dieser Effekt. Ja, also egal, was ich mir da greife. Und auch wenn die Hintergründe sehr hell sind dazu, bekomme ich hier fantastische Ergebnisse, was das Freistellen betrifft. Ich gehe mal hier auf eine Greenscreen-Aufnahme von mir selber. Und würde ganz gerne mal das miteinander vergleichen. Und zwar nehme ich hier einfach mal den Hintergrund entfernen. Und jetzt gucke ich mal in meinen Medien nach dem selben Clip noch einmal. Den ziehe ich hier mir mal auf meine Timeline. Und jetzt möchte ich den aber mal mit dem visuellen Effekt Farbe entfernen, um einfach mal den Vergleich zu sehen. Und da gehe ich mal mit der Pipette hier rein, greife mir mal das Grün hier. Und das ist jetzt allerdings ein Video, ne? Das läuft. Und wenn man das jetzt so ein bisschen noch zuschneidet hier, dann funktioniert dieser Farbe-Entfernen-Effekt ja ziemlich gut. Hier mal vielleicht mit einem bewegten Hintergrund da hinten. Und wenn ich jetzt mal in den zurückgehe, den ich eben bearbeitet habe, dann sieht man natürlich hier in so einem Video, trotz dass ein Greenscreen dahinter ist, also das ist diesem Effekt anscheinend egal. Er macht halt immer so einen ganz kleinen Rand an der Seite, aber wie gesagt, wenn man sich die Ergebnisse mal anguckt hier, großartig. Und ich denke, da haben wir in diesen Bereichen noch einiges mehr zu erwarten in der Zukunft, was diese KI-basierten Effekte angeht. Ja, sehr schönes neues Feature. Genau. Ja, als nächstes hätte ich jetzt die dynamischen Hintergründe und Füllungen, die hat Axel jetzt eben schon erzählt. Ich kann ja mal kurz zeigen, irgendwie nochmal, was Axel eben meinte, ne? Dieser Vergleich, der da war zu den früheren animierten Hintergründen. Und da ist es in der Tat so, dass die im Vergleich zu diesen neuen Motion Backgrounds sozusagen viel kleinere Dateien sind, und diese großen, die lassen sich halt auch nicht trimmen. Die muss man, diese früheren aus der 21er Bibliothek, ne, sondern die musste man dann loopen. Das ist in diesen neuen Effekten nicht mehr nötig. Man kann die trimmen und es sind, wie gesagt, sehr, sehr kleine Dateien. Und wenn man die so dahinter packt, bearbeitet, kann man damit ganz schöne Effekte erzielen. Genau, damit würde ich jetzt wieder an Axel zurückgeben, der dann noch mal auf die Vorlagen eingeht. Jawohl, danke Ralf. Ja, sorry, dass ich da mich eingemischt habe. Also dynamische Hintergründe hatten wir schon. Und wir gehen jetzt nochmal auf das Camtasia-Startfenster kurz ein. Allerdings nur auf die Vorlagen. Und zwar, wenn ich das aufrufe, ich kann ja einmal hier das Startfenster aufrufen über den Menüpunkt Datei Start, oder ich wähle eben einfach neues Projekt von Vorlage. Es gibt wirklich deutlich mehr Vorlagen hier in dieser Liste drin. Und
Eine zum Beispiel finde ich sehr witzig, das ist die hier. Die ist nämlich eigentlich erstellt worden, um mal zu zeigen, was so alles möglich ist an Effekten. Ich spiele das gleich mal kurz ab, das dauert nicht so lange, aber man sieht dann schon, was ist alles, was man alles machen kann. Ich hätte es vielleicht vorher laden sollen. Weiß nicht, warum er jetzt so lange braucht hier. Okay, alles klar. Und das sind hier im Prinzip die ja, so neue Effekte, die drin sind im Camtasia mit den animierten Cursern oder Klickeffekte. Das ist auch hier animierter Hintergrund gewesen. Oder das ist aus der Bibliothek so eine Simplified User Interface Sache, für in dem Fall für einen Mac. Und man kann da schon eine ganze Menge Sachen machen. Für das tägliche Tutorial ist das wahrscheinlich eher nichts. Aber wenn man mal auch ein bisschen Marketing, ja, ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, was Schnickschnack machen will oder was mal ein bisschen was anders ist, dann ist da, sind da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten drin, die man benutzen kann. Und diese Vorlagen kann man sich einfach mal alle in Ruhe anschauen. Und da ist doch für viele was dabei. Was ich vorhin schon, glaube ich, erwähnt habe, aber bin ich mir nicht ganz sicher, was uns bei den Vorlagen und auch in der Bibliothek so ein bisschen gestört hat, ist bei den Vorlagen nicht so, aber bei der Bibliothek auch, dass es keine Intros mehr gibt. Die gibt es auch auf der Webseite zum Runterladen, aber so drei Intros, einfach damit man was ausprobieren kann, die wären schon ganz schön gewesen. So, der nächste Punkt, ich bleibe mal einfach hier in der Datei. Der nächste Punkt, den wir haben, den gab es ansatzweise auch schon vorher, aber das ist die Lottie-Datei-Bearbeitung. Ja, jetzt werden einige sagen, Lottie-Datei, schön, nie gehört. Lottie-Dateien sind Animationsdateien, die man mit After Effects erstellen kann. Ich weiß nicht, ob es auch noch andere Programme gibt, die das können, mit Sicherheit, aber und es gibt dazu eine ja, relativ bekannte Webseite zu den Lottie-Files und da kann man sich hier Animationen herunterladen. Und zwar geht das los, ja, man sieht schon, es ist auch sehr viel Spielerchen. Erfunden wurde das im Prinzip als Animationsformat fürs Internet. Es gab früher mal Flash für die Älteren, womit man Sachen animieren konnte, aber jetzt geht das nicht mehr. Und deshalb gibt es hier sehr viele Sachen. Es gibt aber auch eben Elemente, also wenn man jetzt hier mal einfach nach irgendeinem, nee, ich muss Englisch, glaube ich, suchen, wenn man jetzt mal nach was Besonderem sucht, was man sonst nicht hat, dann findet man hier eben auch einfach Elemente, die nicht so da sind. Da gibt es kostenlose und kostenpflichtige, ist wie bei allen Seiten, muss man einfach mal gucken. Und dann hat man hier eben auch nochmal einen etwas anderen animierten Pfeil als nur die paar kleinen Elemente, die es im Camtasia gibt. Und was in der Version jetzt neu ist, ist Folgendes. Ich hatte hier mir auch schon was runtergeladen, damit ich da nicht so lange suchen muss, nämlich dieses hier. Und das ist schon mal sehr gut zu erkennen, wie man sieht, sieht man nichts. Das macht aber nichts, weil wir haben ja jetzt in der Bibliothek dynamische Hintergründe. Und da nehmen wir mal so einen hier, so einen zarten und packen den hier mal hin und das Lottie-File nach oben. So, Lottie-Files sind ja Animationen, das heißt, das Bild hier wird aufgebaut, so gezeichnet und ist dann entsprechend hier voll sichtbar. Und wenn ich das auswähle, und das ist die Neuerung, und die ist wirklich auch super, kann ich hier die Farben anpassen. Das heißt, das ging vorher nicht, das konnte ich vorher auch nur wie eine quasi Grafik importieren. Und ja, hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, naja, mach das doch mal in so einem Camtasia-Grün hier. Und dann wollen wir noch die blauen Schuhe, wollen wir noch einfärben. Die machen wir schick rot, wunderbar. Und was eben bei vielen Grafiken oder bei solchen Grafiken eben der Fall ist, dass dann eben auch jedes Vorkommen dieser Farbe wird dann auch ausgetauscht. Also nicht nur die Schuhe, sondern auch hier oben die Becher. Und so kann ich mir das Teil dann ja, an meine Corporate Design Farben anpassen und habe dann eben eine nette kleine Animation. Und wenn ich dann
das denke, dass ich hier vorne, glaube ich, kann ich eigentlich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, wenn man das in Weiß macht zum Beispiel, nee, an die Umrandung komme ich nicht ran so, aber ich kann, wie gesagt, sehr viel anpassen, was vorher nicht ging. Und auch bei Elementen, wo man es gar nicht für möglich hält, ich habe hier mal sowas wirklich ziemlich fancyes, Lottify runtergeladen. Also mit hier Verläufen und, und. Aber man sieht hier, es gibt hier eine sehr, sehr lange Liste an Elementen. Und da kann ich eben einfach auch bestimmte Farben anpassen und würde eigentlich den Hintergrund ändern. Gut, den finde ich jetzt hier, wahrscheinlich ist der hier oben. So und so weiter. Und kann hier jede Menge Sachen anpassen mit den Lottifiles. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Was noch dazu kommt, was wir aber schon aus Camtasia 2022 kennen, sind sogenannte Lineale. Ich muss erst mal gucken, ob mein Lineal hier angeschaltet ist. Ja, ist angeschaltet. Und zwar kann ich ein Lineal oder beziehungsweise ein Lineal einblenden, so, und kann aus diesem Lineal mir Hilfslinien rausziehen und kann diese Hilfslinien dann einfach hier irgendwo entsprechend hinspeichern bzw. hinpacken. Und wenn ich diese Datei abspeichere, dann merkt er sich das auch. Ich kann leider die Hilfslinien nicht in der Farbe ändern. Die sind so, wie sie sind. Das heißt, wenn man dann leider eben einen Hintergrund hat, der hier blau ist oder so, dann sieht man das schlecht. Aber so wie ich drüber hover, ändert sich ja die Farbe zu einem Gelb und dann müsste das eigentlich schon überall sichtbar sein. Das gab es schon in Camtasia 2022. In einem der Unterupdates, ich weiß jetzt nicht in welchem. Auch als Vorlage kann man das übrigens abspeichern und dann auch diese Vorlage, wenn man die dann importiert, nee, wenn man da ein neues Projekt von macht, ich habe die jetzt natürlich gelöscht wieder, macht nichts, dann kann man das auch, in der Vorlage sind diese Führungslinien oder Hilfslinien entsprechend auch drin. Ja, dann haben wir noch Ralfs Lieblingseffekt. Ralf, ich hoffe, du verzeihst mir. Ja, da habe ich extra vorher ein Video zugemacht, damit wir jetzt hier nicht noch neu anfangen. Die Hilfslinien will ich mal ausblenden. Das geht hier auch wieder über dieses. So. Und dann habe ich da extra ein kleines Video gemacht. So, es gibt nämlich sechs neue Übergangseffekte mit Herzchen. Ist ja bald, ist nicht bald Muttertag, ich glaube. Gut, also ob man es braucht, weiß ich nicht. Und eine Sache vielleicht noch, die ich zeigen wollte, ist, man kann, ich hatte vorhin eine Aufnahme importiert. Das mache ich mal nochmal hier in meine Übersicht. Nee. Ach doch, da war doch gerade was. Da war doch was hier. Das kann ich doch nehmen. So. Müsste dann hier oben erscheinen. So, zack. Wenn ich die hier raufpacke. So, da ist mein Mauszeiger. Und ich kann jetzt diesen Mauszeiger nicht nur mit diesen vordefinierten Bildern hier verändern, sondern ich kann auch einen benutzerdefinierten Cursor erstellen. Und ich habe hier mal über Plus kann ich dann eine Datei runterladen, die dann als Cursor funktioniert. Ich habe das hier schon mal gemacht. Ich habe hier schon mal so eine Datei heruntergeladen. Einfach eine grafische Datei. Ich gehe mal auf 100%, dann sieht man die ein bisschen besser. Und wenn ich das dann abspiele, ich kann das Teil natürlich auch skalieren. Und wenn ich dann mein Video abspeicher, dann habe ich halt hier meinen eigenen Mauszeiger, der wechselt natürlich hier an der Stelle. Das heißt, wenn ich das hier vorne geändert habe, dann muss ich das an jeder Position entsprechend ändern. Aber kann zwischendurch, kann da ein Foto von mir ranmachen mit einem kleinen Pfeil oder was auch immer und kann diese Sachen entsprechend ändern. Ja. Das waren im Wesentlichen nee, nicht im Wesentlichen, das waren ja die Neuerungen, die wir so uns überlegt hatten.
Wir würden noch jetzt ein kleines Resümee ziehen, Ralf und ich. So, dazu mache ich meine Kamera mal wieder an, wenn ich sie finde. So. Ja, Ralf, Version 2023, was meinst du? Ja, also wieder sehr schöne Sachen dabei. Ich bin aus bestimmten Gründen auch Camtasia-Fan, weil es einfach immer wieder tolle Sachen gibt in Richtung Einfachheit. In Richtung Einfachheit, da fallen mir zum Beispiel ein, also auf Platz 1 steht da bei mir ganz klar der Cursor-Ausgleich. Ganz klar Lautstärke normalisieren. Im neuen Camtasia sehr schön die Filter. Für eine schnelle Anpassung, für eine schnelle Farbanpassung von vielleicht hat man irgendwie ein Foto oder sich selber gefilmt und will dann noch mal kurz nacharbeiten. Das geht ruckzucki. Und natürlich ganz tolles Feature, Hintergrund entfernen bei eBeta. Sind so für mich die Favoriten in 23. Ja, siehst du mal, bei mir ist es zum Beispiel anders. Bei mir ist eine, also die Sachen finde ich natürlich auch super, ist klar. Aber vor allen Dingen den Bewegungspfad finde ich toll, weil man damit nochmal auch ein bisschen besser animieren kann. Und gerade Elemente, die sich nicht rechtwinklig bewegen wie vorher, da würde man noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, bekommt man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also das finde ich ganz toll. Und natürlich Führungslinien, auch wenn die schon vorher drin waren, sind die auch gut. Und in der Bibliothek, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich wünschte mir ein paar andere Feature, die auch schon lange sozusagen ausstehen, dass man da was gemacht hätte. Und natürlich wünsche ich mir, dass das Programm, wenn man es in Deutsch kauft, in Deutsch ist. Das ist für mich auch, was ich auch immer wieder höre von Kunden oder Trainingsteilnehmern, dass die sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber ich kann kein Englisch und selbst mit guten Englischkenntnissen kennt man die Begriffe nicht, weder bei den Übergangseffekten noch bei der Bibliothek oder so. Man kennt das dann einfach nicht so richtig. Ja, dann haben wir nur noch ein paar kleine Folien. Wenn es denn geklappt hat mit der Aufnahme, Moment, hier mal raus und hier mal wieder rein. So, wenn es dann geklappt hat mit der Aufnahme unter dieser Voraussetzung, kriegen Sie einen Link, eine E-Mail mit dem Link und ich packe da auch noch ein paar andere Infos rein. Dann bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Support und nicht unbedingt an Ralf und mich. Wir helfen gerne im Rahmen von Trainings auch natürlich, aber ansonsten können wir keinen Support leisten. Den Support kriegt man ja jetzt auch schön übers neue Startfenster. Trainingsanfragen und so weiter können Sie natürlich gerne an uns richten. Und wer noch Montag, Dienstag Zeit hat, kann gerne auch an einem Einsteigerkurs teilnehmen für die beiden Tage. Da unten ist ein Rabattcode, wo den man nochmal eingeben kann. Und bevor ich Sie sozusagen oder euch verlasse, würde ich in den Chat noch einen Link reinposten von einer Umfrage. Es ist nur kurze Antwort, kurzes Formular mit ein, zwei Antworten. Und für die den Newsletter noch nicht abonniert haben, den rate ich einfach, gehen Sie auf die Webseite bei uns oder Sie können auch in dem Formular Ihren Namen und die E-Mail-Adresse hinterlassen, dann kriegen Sie auch eine Einladung zum Newsletter entsprechend. Ja, das war's von uns. Ralf, hast du noch ein letztes Wort? Ja, Dave, hat Spaß gemacht und ich hoffe, die Neuerungen kommen an. Ich finde, sind ein paar schöne Sachen dabei. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Gut, Darf ich, dann, hallo, hallo, darf ja? ich ganz kurz? Judith Ja? ist hier, ja, Judith Dammer, erstmal vielen Dank. Ja? Da waren echt ein paar ganz tolle Sachen dabei. Ich habe aber jetzt noch eine brennende Frage. Ich nutze noch 2021, wenn ich update auf 23, ich habe eine eigene Bibliothek. Bleibt mir die erhalten? Eigene Bibliotheken bleiben erhalten. Nur die Okay. 21er Bibliothek an sich, die gibt es nicht mehr in 23, aber da gibt es auch einen einfachen Trick. Man exportiert einfach die gesamte Bibliothek Ja. und importiert die dann in die neue Version. Das funktioniert ohne Probleme. Okay, Und super. dann geht Vielen es. Dank. Schönes Ist Wochenende. klar. Jo, gleichfalls.